das Hotel Servatur Waikiki hat uns die Möglichkeit gegeben, uns im Hotel umzusehen und uns ein paar Informationen nach der Wiedereröffnung zu geben. Ja, wir nehmen euch jetzt mit auf einen Rundgang durch das Hotel und wünschen euch viel Spaß mit dem Video. An der Rezeption wurden wir von der netten, stellvertretenden Managerin Gloria in Empfang genommen. Links die Bühne wurde jetzt extra aufgebaut, da derzeit aufgrund der Corona-Einschränkungen keine Shows in der Diskothek stattfinden dürfen. Hier ist der Adults-Only-Bereich, das heißt kinderfreie Zone. Hier können die Erwachsenen sich zurückziehen mit einem Jacuzzi, ein Wellnessangebot und liegen. Hier in der Snackbar gibt es den ganzen Tag leckere Kleinigkeiten zu essen, ein toll angerichtetes Salatbuffet. Daneben gibt es auch Pizza, Pasta, Hotdogs, Hamburger und verschiedene andere Kleinigkeiten. Das Servatur Waikiki hat sein Verpflegungskonzept geändert. Das heißt, vor der Pandemie war es ein reines All-Inclusive-Hotel. Jetzt kann man wählen zwischen Frühstück, Halbpension mit Getränken oder eben auch wieder dem All-Inclusive-Verpflegungspaket. Als All-Inclusive-Gast kann man dann neben den drei Hauptmahlzeiten auch jederzeit hier in der Snackbar eine Kleinigkeit zu sich nehmen. Das Hotel Waikiki hat die Sitzgelegenheiten der Restaurants und der Snackbar im Außenbereich deutlich ausgebaut. Das heißt, man hat jetzt auch wirklich die Option, jede Mahlzeit im Außenbereich einzunehmen. Ja, das ist natürlich wirklich toll, vor allem bei diesem herrlichen Wetter hier auf der Insel. Die Ankündigung des Animationsprogramms erfolgt hier an dieser elektronischen Tafel. Ja, man kann sich alles in kleinen Videos anzeigen lassen, was wirklich toll ist. Man hat einfach sofort ein Bild, wie läuft das ab, was gibt es dort, was wird mir geboten. Als nächstes schauen wir eines von zwei Zimmern an. Es handelt sich hierbei um ein Superior-Zimmer, das bedeutet eine Kaffee- und Tee-Zubereitungsmöglichkeit sowie Bademäntel und ein toller Ausblick auf Playa del Inglés ist hier im Zimmerpreis inklusive. Später werden wir uns auch noch ein weiteres Zimmer ansehen, bei dem eine Dreierbelegung möglich ist. Hier vor der Boutique Waikiki werden in Kürze auch noch bequeme Sofas aufgestellt. Eine Art Chill-Out-Bereich soll das hier werden. Hier bei den Zimmern im Erdgeschoss handelt es sich um die Familiensuiten, das heißt, das sind zwei Zimmer, die durch eine Verbindungstür miteinander verbunden sind. Jeder hat ein Stück Rasen, manche Apartments haben Kunstrasen, manche haben echten Rasen und eben einen kleinen Gartenbereich. Ja, diese Apartments bekommen in Kürze alle noch ein privates Jacuzzi.
Es wird im Moment sehr viel erneuert und auch vor allem verschönert. Dafür wurde auch extra mehr Personal eingestellt, die hier am Werkeln sind. Ja, es werden tolle Veränderungen anstehen. Eine neue Sache ist zum Beispiel auch schon dieser Getränkeautomat, an dem sich die All-Inclusive-Gäste jederzeit etwas zu trinken holen können. Hier kommt jetzt der Spielbereich. Hier ist ein ganz toller Spielplatz und vor allem ein wahnsinnig toller Wasserspielplatz für die lieben Kleinen. Ja, der Miniclub hat ganz normal geöffnet. Die Kinder sind in verschiedene Altersstufen eingeteilt. Der Fitnessraum des Hotels ist wirklich sehr gut ausgestattet und hat einen schönen Blick Richtung Pool. Auf der anderen Seite am Eingang befindet sich derzeit noch ein kleiner Spielplatz. Der wird aber in Zukunft dort nicht mehr sein, denn an diesem Bereich wird der Fitnessbereich erweitert und es wird dann auch Fitnessgeräte im Außenbereich geben. Vor dem Restaurant kann man sich die Menükarte und die tagesaktuellen Gerichte digital anzeigen lassen und es gibt eine ganz tolle Funktion, man kann die einzelnen Gerichte dort auch bewerten. Die Bewertungen gehen dann direkt in die Küche bzw. auch an die Rezeption. Hier zeigen wir euch nun das Mittagsbuffet. Das Hotel hat zwei Hauptrestaurants, im Moment ist eines geöffnet. Wenn dann etwas mehr Andrang ist, wird das zweite noch aufgemacht. Man isst hier in zwei Essenszeiten, das heißt, man bekommt beim Check-in im Hotel eine Essenszeit zugewiesen. Ja, ihr seht hier diese Desinfektionsspender und zwar vor jedem Buffetabschnitt gibt es diesen Spender. Das heißt, aus hygienischen Gründen und vor allem jetzt auch in der Pandemie muss man hier einmal die Hände desinfizieren, bevor man sich an diesem Buffetabschnitt bedient. Auch das Mittagessen, Frühstück und Abendessen kann man jetzt in dem erweiterten Außenbereich einnehmen. Es ist wirklich genügend Platz vorhanden, das heißt, man kann sich frei entscheiden, ob man drinnen im Restaurant oder doch lieber draußen in der Sonne essen möchte. Eine Besonderheit gibt es hier bei der angebotenen Halbpension. In der Regel muss man bei Halbpension die Getränke selbst bezahlen. Waikiki hat hier ein eigenes Konzept, das bedeutet, dass wenn ihr Halbpension bucht, auch die Getränke bei den Hauptmahlzeiten inklusive sind. Hier ist der Solariumbereich. Hier kann man sich mit Blick auf den Pool in der Sonne entspannen. Wir schauen uns nun ein weiteres Zimmer an. Hierbei handelt es sich um ein Doppelzimmer zur Dreierbelegung. Das heißt, die Couch, die im Zimmer vorhanden ist, ist in diesem Fall ausgeklappt und bietet eine weitere Schlafgelegenheit an.
Wir haben außerdem erfahren, dass wenn ein Test für den Rückflug benötigt wird, das direkt hier im Hotel, im Hotelzimmer möglich ist. In diesem Fall kann man das an der Rezeption anmelden, dann kommt ein Mitarbeiter aus dem San Roque Krankenhaus, um den Test hier direkt im Hotelzimmer durchzuführen. Das Testergebnis bekommt ihr dann elektronisch. Aufgrund der Pandemie ist das Rauchen im Hotel im Moment nicht erlaubt. Dafür hat man hier diesen Raucherbereich angelegt, der in Kürze auch noch mit Rasen besät wird und damit eben etwas begrünt. Die Mitarbeiter an der Rezeption sind überaus freundlich und sehr herzlich. Ja, hier im Rezeptionsbereich gibt es noch verschiedene Automaten, zum Beispiel eine Selfie-Station, die im Moment allerdings deaktiviert ist. Und man kann auch Ausflüge, zum Beispiel fürs Poema del Mar, reservieren. Wir möchten uns an dieser Stelle beim Servatour Waikiki Hotel bedanken, allen voran der stellvertretenden Managerin Gloria, die uns hier ganz tolle Hintergrundinformationen gegeben hat und eben auch eine wunderschöne Führung durch das Hotel. Ja, wir sagen Dankeschön, thank you very much, muchas gracias, wir wünschen euch eine tolle Saison.